Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Heute sind wir hier wieder unterwegs mit diesmal meinem Maschinisten, nicht jetzt lange oder Artilleristen, kommt immer drauf an, mit wem ich gerade am liebsten spiele neben meiner Zauberin. Heute sind wir aber mal unterwegs hier in Stern und das sind wir, weil wir hier ziemlich weit sind mit dem Abenteuerfoliant. Ihr seht das hier, wir sind bei 96,3%. Wir brauchen nur noch die Beziehung mit Neria hier voranzubringen. Und dann sind wir auch hier mit dem Kontinent Artetin fertig. Ja, die anderen haben wir alle schon auf 100%. Hier müssen wir nur noch kurz Neria glücklich machen sozusagen. Ja, und dann geht es auch schon wieder weiter hier mit dem nächsten Kontinent. Also ich spiele mit meinem Zweitcharakter meistens die Kontinente fertig. So. Bevor wir also gleich mit meiner Zauberin spielen, dort vielleicht sogar Legions Raid machen, die Plekia Story und so weiter, machen wir erstmal ein bisschen Story mit Beziehungen, nämlich mit Neria. Und hallo Kundi, schön, dass du eingeschaltet hast. Finde ich toll, dass du da bist. Vielleicht siehst du heute sogar, wie ich mal wieder raiden gehe. Mal gucken, wie es so läuft. Generell kann ich euch hier mal den neuen hier vorstellen, diesen sanften Mondfuchs, ja, dieses neue Pet hier unten. Im Moment ist ja ein Event in Gang und da müsst ihr gucken zum zweiten Jubiläum. Wenn ihr also hier genug Eintauschmünzen von diesen Gedenkmünzen bekommt, dann holt ihr euch hier oben diese goldene Münze, geht auf die zweite Seite und da könnt ihr euch dieses Pet holen. Das gibt es auch in Weiß und in anderen Farben. Ich wollte aber jetzt mal ein schwarzes Pet. Ich habe so selten schwarze Pets. Deshalb habe ich mir das geholt. Generell könnt ihr auch hier so ein bisschen wie Metal Gear Solid aussehen. Ja, wenn ihr das wollt, wenn ihr ein bisschen wie ein Soldat aussehen möchtet, gibt es hier auch noch ja, ein anderes sozusagen Jubiläumsset. Ja, dafür müsst ihr auch nur 100 von diesen Eintauschmünzen kriegen. Und dann könnt ihr euch das holen. Natürlich auch tolle Reliktbelohnungen, ja, hier für Beziehungen oder sogar, dass ihr eure Skills oder eure Zauber auf Stufe 5 bringen könnt. Eure Fertigkeiten, so heißt es, genau. Und auch hier, das ist wichtig, ne, EP für die Karten. Also macht am besten das hier, weil der Kram hier auf der Seite, da finde ich, ja, das kriegt man eigentlich an jeder Ecke mal hinterhergeschmissen. Hier, das sind schon etwas Besonderheiten. Also immer 100 Münzen eintauschen und schon habt ihr schöne Event-Sachen. Okay, der andere Event, da muss man Gold für ausgeben. Das ist nicht so mein Ding. Dafür kriegt man dann ja etwas aus den Glückstruhen und sowas. Aber da lasse ich mal meinen Finger von, weil ich habe nicht genug Gold. Okay, wir fangen mal mit Neria an und spielen uns dann weiter voran mit meiner Zauberin. Sie hat eine Quest für uns. Ich glaube, das ist die letzte Quest, bevor wir sie komplett auf fertig haben. Ja, vertraut. Wir brauchen nur noch hier fast 3000 EP. Dann ist sie auch soweit durch mit der Beziehung. Dann habe ich Artetin fertig. Fühlt sich an, als würde ich schon den ganzen Tag auf dich warten. Ich bin so froh, dich zu sehen. Deine Anwesenheit macht das hier gleich viel einfacher. Warum gehst du denn hier auf die Bühne? Ich verdiene es noch nicht, die Bühne zu betreten. Man würde mich nur wieder ausbuhen. Aber mit deiner Unterstützung werde ich mein Bestes geben. Wirst du mir beistehen, auf meinem langen Weg meine Stimme wieder zu erlangen? Die hat in der ganzen Beziehungsquestreihe irgendwann ihre Stimme verloren. Und da versuchen wir natürlich, ihr zu helfen. Ich bin nicht gerade gläubig, aber ein Gebet würde nicht schaden. Hier, setz dich neben mich, beten wir zu den Göttern. Diese Quests haben ein bisschen Sprachausgabe, ihr habt es gerade gehört. Neben der Hauptstoryline sind das fast die einzigen Quests, die eine Sprachausgabe haben. Deshalb mache ich gerne auch die Beziehungsquests. Und die haben auch manchmal eine kleine Cutscene oder sowas. So, ihr seht schon hier, ne? Ich habe noch nicht genug Punkte. Ich könnte jetzt von dem Alteisen einiges geben. Und hier seht ihr, Sascha und Orne würden sich darüber freuen. Sascha müssen wir auch noch Sachen geben. Sascha ist hier ein Beziehungscharakter, den wir zwar schon auf vertraut haben, aber noch nicht auf verliebt.
Ja, es gibt nur eine Stufe höher, die ist rosa, die gibt es auch nur bei zwei verschiedenen Figuren. Und dafür ist Sascha die richtige. Da gehen wir gleich auch noch schnell hin, bevor wir den Charakter wechseln und geben Sascha dann noch 10 von den Dingern hier, damit wir die auch irgendwann mal auf rosa bekommen. Also noch eine höhere Stufe als vertraut. Ja, damit wir dann auch komplett fertig sind hier in dem Gebiet, ne? Ist ja klar. So, und jetzt beten wir mal hier mit ihr. Ein Glück kann man jetzt alles mittlerweile anklicken, so. Braucht man nicht viel zu tun. Tippen war gestern. Heute ist anklicken. Ich sollte nicht so viel träumen, aber ich habe mir uns auf einer schönen Insel vorgestellt. Ach ja, auf einer Insel. Wie schön ist das denn? Wenn ihr nichts versteht, sagt Bescheid, ne? Dann ist es so, dass ihr, was wollte ich jetzt sagen? Genau, dass ich es lauter machen kann. Ich kann das Spiel gerne mal erhöhen von der Lautstärke. Ich habe es relativ leise eingestellt, aber das kann ich ja noch ändern. Für den Folianten muss man Sascha nicht verliebt sein. Nee, muss man nicht. Ne? Also das Vertraut ist in Ordnung. Das reicht bei Sascha. Das habe ich schon fertig. Aber das Verliebt ist halt, weil es dann noch mal so eine Abschlussgeschichte gibt. Man kann, ich glaube, Ashara und Sascha auch verliebt bekommen, auf Rosa bekommen. Also nur zwei Charakter in dem ganzen Spiel. Und es gibt ja sehr, sehr viele Beziehungscharakter. Und bei einem ist auch so eine Bettszene dann dabei, wo man mit der dann schlafen geht. Ich glaube, das war Asara oder ich weiß gar nicht. Ne, mit Sascha geht man, glaube ich, nicht nachher in das Bett, aber mit der anderen. Also wirklich, ne? Da kann man es mit übertreiben mit einer Figur. Darum auch die rosa Stufe machen. Muss auch mal sein. Monkatos. Okay, das weiß ich jetzt nicht genau, was das heißt, aber okay. Ist irgendwas Geheimcode? Keine Ahnung. Ich sollte nicht so viel träumen, aber ich habe mir auf einer schönen, uns auf einer schönen Insel vorgestellt. Schon der Gedanke, bei dir zu sein, macht mich so glücklich. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Gefühlen anfangen soll. Aber ich weiß, dass diese Welt dich mehr braucht als ich. Ich würde gerne etwas Tee trinken und nachdenken. Der Arzt meinte, Tee sei eine hervorragende Ergänzung meiner Behandlung. Ja, vielleicht kann sie dann ein bisschen besser wieder quatschen. Jetzt sollen wir also eine Tasse Tee vom Barkeeper holen. So, und wenn wir dann ein Abenteuerfolianten mehr abgeschlossen haben, können wir hier natürlich wieder etwas eintauschen. Ne? Das sind ja immer diese Punkte für fertige Abenteuerfolianten. Ihr seht das ja, 6 Stück sind schon fertig. Beim 7. gibt es hier diesen automatischen 50 Stärke, Intelligent und Geschicklichkeitstrank. Ja? Also wenn wir das hier fertig haben in Aretin, kriegen wir den. Danach gibt es sogar mal wieder 6 Fertigkeitspunkte. Das kann ich sehr gut gebrauchen, weil mir fehlen noch ein paar Fertigkeitspunkte auf meinen ganzen Skills. Und danach gibt es sogar den Bifrost-Schlüssel. Ja? Dann kann man sogar noch einen Bifrost mehr benutzen. Ja, also man muss einfach gucken, dass man die Abenteuervarianten vorankriegt. Und da bleibe ich immer dran. Irgendwann gibt es auch einen Hintergrundgarten der Rast. Es gibt ein goldenes Telperion. Also es gibt echt schöne Sachen als Be ja, Belohnung. Ne? Der hier ist natürlich ganz neu. Dieser makellose Chami, weil der ist natürlich auch der neueste Kontinent. Ja? Für jedes muss man ja einen Kontinent machen. Und das geht nur, wenn Kontinenten da sind. Foldis darf ich noch gar nicht hin. Ergazi habe ich aber auch schon besucht. So, okay, das war aber jetzt erstmal wieder zu diesen Belohnungen. Und jetzt holen wir erstmal was vom Barkeeper hier und Tee. Neria möchte meinen Tee trinken. Natürlich gebe ich ihn ihr. Da seht ihr sogar, ne? Der Barkeeper kann auf einmal reden, sonst tut er das auch nicht. Sehr nett. Was hat er eigentlich im Laden? Ich muss mal hier den ganzen Krimskrams verkaufen. Die kann ich alle nicht mehr gebrauchen, hier diese ganzen Sachen. Oder nicht, dass ich jetzt irgendwas verkaufe, wo ich noch Sammelitems eintauschen muss. Nee, geht nicht mehr. Genau. Neria möchte meinen Tee trinken. Natürlich gebe ich ihn ihr. Man kann ja nie vorsichtig genug sein mit diesen ganzen Sammelitems. Sie bringen auch nicht mehr viel Geld bei Dings. Im, wie heißt es? Im Aha, also von daher war das jetzt in Ordnung. Nur bei den Gegenständen bin ich mir nicht mehr sicher. Die sind nur so für Krimskrams gedacht, genau.
So, ich habe schon wieder den falschen Knopf. Tee trinken. Natürlich gebe ich ihn ihr. Hier, dieser Tee schmeckt gut und ist heiß. Gib ihn ihr. Ja, klar machen wir das. Also bis jetzt ist die Quest relativ einfach hin und her gelaufen. Ich habe getan, was ich konnte. Nun muss ich nur noch auf die Bühne. Das ist mit Monkas verstärkt. Mit Toss. Lol. Ah ja, okay. Mhm. Ich denke mal, das ist ein Emote, ne? Oder wie war das? Nee, keine Ahnung. Ich bin völlig weg vom Fenster. Ja, okay, bei mir funktioniert dieser Emote wohl nicht. Ich sehe nicht im Chat. Dann, genau. Jetzt singt sie. Aber meine Hände, sie zittern und mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich war schon so lange nicht mehr so nervös vor einem Auftritt. Wirst du mich auch noch lieben, wenn ich nicht mehr singen kann? Kommt drauf an. Kannst du denn irgendwas anderes? Auto fahren, kochen, arbeiten gehen, Geld verdienen, irgendwie sowas? Singen musst du nicht unbedingt können, aber die Knete muss reinkommen. Wenn du mich nie wieder auf der Bühne sehen kannst, dann wirst du mich verlassen wie alle anderen. Schau in die Augen, Kleines. Deine Augen sind wunderschön. Ich könnte mich in ihnen verlieren. Ich spüre, dass unsere Seelen miteinander verbunden sind. So habe ich mich noch nie gefühlt. Es wird Zeit, die Bühne zu betreten. Bitte bleib und sieh zu. Ich werde dich stolz machen. Die Virtuosin aus Stern ist zurück! Bravo! Zugabe! Wir lieben dich, Miriam! Sascha und Krause sind zwar ein Liebespaar, aber... La 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 la. Ja, so kann wieder singen. Jedenfalls la la la. So richtig war das natürlich nicht hier gerade die romantische Waffe, aber als Musical, aber es ging, ja. Es geht besser, ja. Es geht viel besser, aber na gut. Hast du gehört, wie sie mir zugejubelt haben? Hilfe, Opa, rein. So kommen wir doch nicht weiter im Stream. Danke für die 100 Bits und danke für diesen Wecker an alle Zuschauer hier. Opa Rainer ist wieder mit seinem Airhorn hier reingeschlittert. Auch ihr könnt solche Sounds hier mit den Sound Alerts reinhauen. Vielleicht auch mal nicht ganz so extreme. Da wird man auch nicht immer so wach von. Ja, ihr merkt, die sind manchmal ganz laut. Also ist ein bisschen gemein, aber danke Opa Rainer für die Bits. Für mich ist es immer wichtig, ja, jedes Abo, jedes Bit zählt hier für mich, ja, dass hier bei Twitch das Ganze auch Sinn macht, dass man auch sagt, okay, nicht nur auf YouTube, sondern auf Twitch bin ich auch unterwegs. Bei Twitch ist immer ein bisschen komplizierter mit seinen ganzen Belohnungen und seinen ganzen Abzeichen und was es alles so gibt, deshalb danke dafür, für diesen Support. So, hast du gehört, wie sie mir zugejubelt haben? Meine Güte, wie lange das schon her ist. Das ist wie etwas aus einem Abenteuerroman. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke, dass du mir geholfen hast, meine Stimme wiederzufinden. Dieser Kuss auf die Wange war mein besonderes Geschenk für dich. Habe ich gar nicht gesehen. Geschnitten. Was? Dieser Kuss ist geschnitten gewesen. Das nächste Mal wandern meine Lippen vielleicht woanders hin. What? Ich hoffe, du bist dann bereit dafür. Okay. Ich möchte deinen echten Namen wissen.
Ich werde es dir sagen, aber nur, weil wir so gute Freunde geworden sind. Mein echter Name? Leider bin ich mir da nicht sicher. Das Gedächtnis macht eben, was es will. Ich bin mir nicht wirklich sicher, wie mein wahrer Name lautet. Den einen Tag war ich Nora, am nächsten Tag war ich Chloe. Ich wählte einfach Namen basierend auf meinem Leben im jeweiligen Moment. Dann bekam ich diese wunderschönen Namen, als ich zu dieser Taverne in Stern kam. Neria. Ich habe mich wirklich selbst gefunden. Ich werde Neria bleiben bis zu meinem Tod. Bitte vergiss mich nicht. Ich bin deine Neria, Gary. Bitte komm mich besuchen, so oft du kannst. Ich werde immer hier sein, singen und so leben, wie ich es mir immer gewünscht habe. Zack und die Stimme Sterns. 600 Beziehungspunkte. Ja, wir nähern uns so langsam. Ja, noch 2000, dann haben wir sie. Habe ich denn irgendwas, was ich vielleicht noch abgeben könnte hier? Söldnerin Saira kenne ich nicht. Bastian würde sich darüber freuen. Den Bastian brauche ich nichts mehr zu geben. Den habe ich schon auf Maximum. Dann kann die das haben. Wir müssen ja nur gucken, dass wir nichts weggeben, was noch ein anderer Charakter gebrauchen kann. Ich muss es einfach nur mal kurz durchgucken. Ich weiß ja schon, wenn ich so in etwa komplett habe. Was war das Gruseliges? Ach, ein Sticker auf dem Bildschirm. Ja, hier von Saw. Sehr cool. Vielen lieben Dank dafür. Opa Rainer klebt hier einen Gruselsticker aufs Bildschirm. Danke nochmal für die 100 Bits. Der war aber gruselig. Da habe ich aber jetzt ein bisschen Angst gekriegt. So, wie sieht's aus, Neria? Komm. Wir machen die jetzt fertig. Egal, was wir jetzt ausgeben, wir machen die jetzt auf komplett. Hier, Neria würde sich darüber freuen. Man weiß nicht, welche. Das kann sein, dass die Neria in Süd werden, das lieber mag. Na, dann würde ich das doch noch nicht abgeben. Ach, ich weiß es nicht. Ach komm, geben wir es ab. Steigert das deine Beziehung? Ja, ja, ich weiß. So, jetzt haben wir leider keinen Emote mehr frei. Komm, wir geben ihr jetzt noch irgendwas, wo wir ganz viel von haben. So, egal. Abenteuerfoliant, 100% der Charakter Neria kann jetzt in deine Festung. Die Beziehung hat sich verbessert und wir kriegen die Belohnung hier. Ewigkeit des Sterns. Ich bin stürmischer geworden, hab Gravuren bekommen, bin sogar Meister geworden hier. Ja, Abenteuer in Aretin. So sieht's aus. Die Welt erkunden Teil 3 haben wir auch geschafft. Das waren jetzt richtig viele Errungenschaften. Und die letzte Neria ist auch abgeschlossen. Ja, 7 Stück. Ja, jetzt bin ich Meister, krieg dadurch nochmal 3 Stärke dazu. Ja, letzte Neria, alle 3 sind soweit von mir in einer Beziehung. Und hier habe ich jetzt noch bekommen S. Ja, einer der Leibwachen des Technologen Krause. Ja, auch hier noch eine Karte bekommen. 100% in Aretin. Sehr schön. Das ist doch super. Die Karte von dem Typen habe ich jetzt hier irgendwie nicht im Gepäck. Sehe ich gerade nicht. Vielleicht kommt die auch per Post. Nee, wie es aussieht, nicht. Auf jeden Fall, Neria ist auch erledigt. Und jetzt gucken wir in den Abenteuerfoliant und kriegen natürlich hier auch die Marke. So. Die gehen wir jetzt hier eintauschen. Erstklassiger Wertsteigerungstrank. Plus 50 Stärke, plus 50 Geschick, plus 50 Intelligenz. Sehr schön. Und theoretisch müssen wir jetzt hier gar nicht mehr hin. Ja, die 100 haben wir jetzt. Aber wir haben noch nicht unsere Sascha komplett aufverliebt. Das heißt, da müssen wir jetzt auch nochmal kurz vorbeilaufen. Vielleicht kriegen wir es hin. Ansonsten switchen wir auf meine Zauberin und werden dort nochmal durch Raids gehen. Und schauen, was es sonst noch so gibt. Die Plekia-Storyline. Wie findet ihr eigentlich mein neues Pet von dem 2-Jahres-Jubiläum? Ich finde es irgendwie dick. Irgendwie sieht man nur hier so einen dicken Schwanz, so ein dickes Fell, die ist völlig. Die muss auf jeden Fall auf Diät, du. Oh. Die muss öfter mal mit mir rumlaufen. Willkommen. Willkommen. So, und ja, ihr seht, ne, 26.000,
Wir sind bei 16.000, die brauchen noch 10.000 EP. Oh Gott, das wird noch dauern, bis die komplett voll ist. Ja, also wir haben zwar den Abenteuer verlieren fertig, aber ich kann noch nicht den Kontinent wechseln. Ich muss noch ganz oft zu ihr und ihr ein Ständchen vorspielen. Ja, die ist wirklich hart zu knacken, bis man die komplett fertig hat. Aber wir bleiben dran, ne? Das ist immer so meine Nebenbeschäftigung. Normalerweise mache ich auch immer mit den Nebencharakteren noch Unas Tagesaufgaben, wenn ich ganz viel Lust auf Lost Ark habe. Da ich aber im Moment doch Starfield, Guild Wars 2, auf ESO mich freue, auf das nächste Kapitel Gold Road und so, ich muss halt auch die anderen Spiele weiterspielen. Sonst würde ich hier mit allen drei Charakteren, mit meinen Hauptcharakteren, die Tagesaufgaben machen. Und dann kämen wir auch schneller voran. Aber na komm, reich, wenn die Zauberin ihre Raids packt und die Hauptstory spielt. Das muss erstmal genug sein. Weil am Montag nächste Woche ist wieder Starfield dran, da passiert auch ganz viel im Moment. Am Wochenende ist wieder Guild Wars 2 dran. Da sind wir auch durch fast alle Add-ons durch. So, und jetzt kriegt sie 10 Stück hiervon und dann haben wir da nochmal 4.500. So, noch 4.000. Ist gar nicht mal so viel, ne? 4.000 ist gar nicht so viel. Aber Kaiser, den muss ich auf jeden Fall noch ausgeben. Das ist der Zwergenkönig. Ich weiß nicht, welche im Moment. Gobius weiß ich auch nicht mehr, wer das ist. Beatrice ist durch, aber Flüchtling Pamil glaube ich nicht. Da müsste eigentlich stehen, die hast du schon komplett glücklich gemacht oder so. Ich glaube, die Brightom-Kartoffel, die Neria, ist auch durch. Das wäre schon cool, wenn in diesen Beziehungs-Items drinstehen würde, damit bist du schon durch. Na, den brauchst du nicht mehr für jemand anderen oder so. Du hast die anderen schon top komplett glücklich gemacht, aber steht leider nicht dabei. Da muss man immer so ein bisschen wissen. Ich glaube, der Meisterhandwerker Uhr, den haben wir auch schon durch. Nee, ich glaube nicht. Kriegen wir die 3.000 noch zusammen? Ja. T-Rain haben wir durch, das weiß ich. Aber Nori Nahun sagt mir gerade nichts. Rayon's Geist sagt mir auch gerade nichts. Der hier braucht gar keinen besonderen, sehe ich gerade so. So, komm, das packen wir jetzt auch noch. Ich bin jetzt einfach so frei und will das jetzt fertig kriegen. Manchmal weiß ich halt auch einfach die Namen nicht. Nagi. Hat man Nagi schon? Ne, Nagi ist von... Ich gebe jetzt von jedem was ab, wo ich halt mehrere von habe. Immer einen. Hier von dem hier zum Beispiel Cindy. Cindy weiß ich jetzt gar nicht, wo die ist. Na komm, ich will das jetzt fertig haben. Ich will jetzt nicht mehr nach Aretin. Aretin muss jetzt langsam mal durch sein. So Rang weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, der ist auf dem nächsten. Viehzüchterin Judith habe ich fertig. Das weiß ich, aber die Fragezeichen weiß ich nicht, wer das ist. Also komm. Boah, komm, noch 600, noch zwei Geschenke. Wo haben wir denn noch viele hier? Ah, nee, den König von Dings will ich schnell fertig haben. Elia weiß ich nicht. So. Und komm, noch ein Geschenk. Tänzer Ima. Weiß ich auch nicht, wo der genau ist. Zack. Ja. Die letzte Quest für Sascha. Jetzt kommt die rosane Beziehungs-Liebes-Quest. Ui, jetzt wird's richtig gemütlich. Jetzt gibt's Küsschen, vielleicht. Das nimmt einfach kein Ende. Es ist zwar großartig, dass ich die Zustimmung des Rats habe, aber es ist auch eine Kostenfrage, das umzusetzen. Kann ich irgendwie weiterhelfen? Du willst mir helfen? Naja, könntest du diesen Finanzplan abliefern? Ach ja, und diesen Bericht ebenfalls. Und dann ist da noch ein Bericht, der zu Bastian in der Halle der Transzendenz gebracht werden müsste. Mitarbeiter Audra wird dich über die Einzelheiten unterrichten. Boah, so viel?
Ja, danke schön. Jetzt muss ich nicht die ganze Nacht durcharbeiten. Ich habe eine Besprechung nach der anderen und dann gibt es da einen Ort, den ich besuchen muss. Ein Ort, den du besuchen musst? Das stille Örtchen? Nein, ich erkläre es dir später. Wie wäre es mit einem Essen nach der Arbeit? Oh, wenn das Restaurant geöffnet hat, lade ich dich ein. Oder wir können auch bei mir einen Happen essen. Na dann, bitte. Yes, okay. Dann helfen wir mal. Wir könnten bei ihr auch einen Happen essen. Die hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Faszinierend. Was hat sie denn hier für eine Auftragsliste? Sagen wir mal, wohin wir als erstes gehen. Bringe Regulator Aria, Regulator Sacco und die im Rathaus warten den Bericht. Okay. Wo sind denn die alle? Die sind irgendwo da unten. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder was laufen. Ne? Aber so ist das mit Beziehungen. Ne? Was tut man nicht alles für seine Frau? Für seine Beziehung? Ach ja. Was ist denn immer romantisch? So ein Stress. Ein Glück bin ich Single. Also real-life-mäßig. Das wäre mir zu stressig. Ja, mein Vorschlag wurde angenommen. Yippie, sehr gut. Hier ist die Nacht wie der Tag. Ich muss das Budget überarbeiten. Schon wieder. Hast du einen Stress am Bauch? Ich wurde wieder abgelehnt. Oh nein. Mensch, Sascha ist aber ganz schön streng, du. Hat ihn wieder abgelehnt. Auf geht's zur nächsten Halle. Jetzt müssen wir zu den Forschern und da den Finanzplan hinbringen. Okay. Ihr merkt, die reden alle, ne? Ist eine Beziehungsquest schon, da haben die alle einen kleinen Spruch drauf. Und gleich gibt's auch wieder eine Cutscene so am Ende, so eine Liebescutscene. Mal gucken, was sie da machen. Auf jeden Fall was Rosanes, ne? Was ganz Heftiges, weil sonst gibt es nicht viele, die rosa haben. Okay, schön, dann sind wir heute auch durch Aretin komplett fertig. Dann muss ich mal gucken, als welchen Kontinent ich das nächste Mal mache, was ich dann auch alles zu tun habe. Das Budget ist zu klein, aber so ist das nun mal. Ja, ohne Knete keine Fete. Oh, welche Erleichterung. So, der kriegt wohl genug Budget, der freut sich. Grüße. Wie bitte? Achso, der Bericht, der noch Bastian Zustimmung benötigt, liegt direkt vor dir. Ich überlasse das dir. Okay, ein Bericht für Bastian. Dann würde ich sagen, holen wir den mal hier ab. Ein Botengang für Sascha. Bring Bastian den Bericht. Oh ja, das ist ja wieder einfach. Porten wieder hoch. So schnell wären wir fertig, ne? Also gleich haben wir die Beziehungsquest bestimmt durch. Das waren die drei Aufgaben danach. Gab's Essen. Ich hoffe, das Restaurant hat schon offen. Und hier war ich nicht zu schnell. Nicht, dass sie noch geschlossen haben. Die machen ja meistens erst um 17 Uhr auf. Ah, es ist schon 21 Uhr. Das Restaurant hat auf. Das passt schon. Jetzt gibt's gleich Steak. Oder? Du bist hier? Ja, hier bin ich. Ach, der Bericht aus der Halle der Transzendenz. Danke. Gerne. Was geht hier vor? Die Schatzmeisterin? Sie ist schon vor Stunden aufgebrochen, aber immer noch nicht zurück. Sie hat ihre Besprechung verpasst und ich kann sie nicht erreichen. Ich mache mir Sorgen, dass etwas passiert sein könnte. Ist dir an ihr etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, ein Brief, den sie am Morgen bekommen hat, schien sie sehr zu beschäftigen. Wenn der Brief noch in ihrem Büro ist, könnte er einen Hinweis enthalten. Könntest du ihn dir bitte einmal ansehen? Sascha ist weg. Die Schatzmeisterin. Was geht hier vor? Ist fort. Was geht hier vor? Nur ein gepflegtes Bücherregal ist zu sehen. Das war wohl nicht der Brief. Es ist nur Staub zu sehen. Nee. Der ist gut versteckt. Ein zerknüllter Brief. Unsere Organisation Aeris besitzt die Überreste von Krause. Wenn du seine Spur finden willst, komm zum Ort, wo alles begonnen hat. Ah ja. Krause, ihr früherer Liebhaber, ne?
Dieser Brief. Die Schatzmeisterin ist also aufgebrochen, nachdem sie diesen Brief gelesen hat. Es ist ein Erpresserbrief. Die Erpresser müssen die Schatzmeisterin entführt haben. Sascha wurde entführt? Das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Eine Organisation namens Eris. Krause verbleibende Anhänger haben die Freilassung der Gefangenen und die Baupläne für den Antrieb der Kaiserin gefordert. Eris? Sie sind Verweigerer, die sich gegen die neue Führung gesträubt haben. Zum Schluss haben sie die Kerntechnologie und die modernsten Schlachtschiffe Kaiserin und Ida gestohlen und sind geflohen. Der Antrieb der Kaiserin hat allerdings eine fatale Schwachstelle. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie die Baupläne haben wollen. Wir müssen Sascha retten. Natürlich, unsere Schatzmeisterin ist zu wertvoll. Ich werde die Gefangenen sofort freilassen und die Baupläne des Antriebs bereitlegen. Allerdings gibt es da ein Problem. Sie verlangen, dass eine einzelne Person zum Aufenthaltsort der Schatzmeisterin kommt. Ich werde hingehen. Ja, ich traue dir die Aufgabe zu. Das hier ist der Bauplan für den Antrieb der Kaiserin, den sie verlangen. Sie warten auf dem Untergrundmarkt auf dich. Der Codename lautet D. Ich verlasse mich auf dich. Saschas Leben liegt in deinen Händen, Gary. Das ist jetzt aber ganz schön fordernd hier. Das ist jetzt krass. Wie kam ich denn da runter jetzt so gut? Ach, der Untergrundmarkt war immer doof. Da gibt es irgendwie eine Treppe runter oder so. Ich glaube hier, nee, das war das Auge von Spektrum. Boah, ich war lange nicht mehr im Untergrundmarkt unten. Wo war denn nochmal der Zutritt dafür? Ich glaube hier irgendwo. Ich glaube hier sind wir richtig. Irgendwo da war das. Soweit ich es noch weiß. Ist schon lang, lang her. Da ist er. Seht ihr? Ich hatte es doch noch gut in Erinnerung. Obwohl ich schon 10 Kontinente weiter bin und das vor 2 Jahren gemacht habe hier. 2 Jahre lang gibt es jetzt schon Lost Ark. Und hat immer noch mehr Zuschauer als Starfield. Starfield hat 200 Zuschauer oder so. Das hier hat 10.000 oder so. Da muss man mal sehen, wie wenig Starfield noch Interesse weckt in den Leuten. Ne? Ich finde es eigentlich schön, das zu erkunden, dass Starfield so ganz gemütlich die Planeten abzufliegen, ein paar Quests zu machen, aber... ist nicht jedermanns Sache. Eris-Mitglied. Codename. D. BCD. Ich gebe dir die Karte wie versprochen. Alles begonnen hat, da findest du die Schatzmeisterin. Allerdings kann nur eine Person dorthin gehen, um sie zu retten. Denk an meine Worte. Okay, sieh dir die Karte von irgendwo an. Die Karte sieht vertraut aus. Da müssen wir hin. Was war das? Das ist irgendein Gebiet hier. Das ist nicht... Oh Gott, hier gibt es so viele. Schrottebene ist es auch nicht. Auch nicht. Totridge auch nicht. Och, was ist das? Rotsandwüste. Ach, das ist die für die... Ich glaube, das hier könnte sein, ne? Nee. Trockenfahrt? Hä? Lass mich noch mal gucken. Hier unten ist so eine Verbindung. Anlage 301. Ah. Vielleicht sollten wir einfach auf diesen Knopf drücken. Ja, Anlage 301 habe ich fertig. Das war auch eine relativ nervige Insel. Da musste man auch viel machen, damit man das Inselherz bekam und so. Aber ist bei mir durch. Eigentlich müsste ich da jetzt nicht mehr hin, aber Sascha ist dahin entführt worden. Also auf zur Anlage 301. Eine Insel, die ich fertig habe, muss ich mal wieder besuchen. Anstatt, dass die irgendeine Insel nehmen, wo ich noch nicht drauf war, von den 150 Inseln, ja, war ich erst auf 50, gehen sie wieder auf eine Insel, wo ich schon war. Doof. Habt ihr euch eigentlich diesen Arc-Pass geholt? Seid ihr solche Ark-Fans, dass ihr den Ark-Pass holt? Das ist doch mal eine Frage. Habt ihr den Ark-Pass? Fragezeichen. Ja, nicht mehr damals. Oder ja, den teuren. Ja, also den kompletten. Oder niemals. Ja, das sind so die Antworten, die ihr jetzt habt. Ich bin schwer gespannt, ob ihr euch schon mal jemals den Ark-Pass geholt habt
und hier extra Geld gezahlt habt. So, dann würde ich mich freuen, wenn er bei der Umfrage mitmacht. Ja, in der Zeit, wo ich zur Anlage 301 fahre, damit ich meine Sascha retten kann. Ja, jetzt habe ich endlich jemanden, der mich liebt. Ja, endlich die Beziehung jahrelang verbessert. Also wirklich jahrelang, das ist ja kein Witz, ne? 2 Jahre lang bin ich jetzt hier an Aretin dran. Und jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie einfach weg. Meine Sascha. Wofür ist der Arkpass, fragt Opa Rainer. Ja, es gibt ja einmal die Kristallaura. Ja, die Kristallaura, die gibt ja im Endeffekt einen guten Schub. Ja, damit kann man ja sein Pet benutzen und sowas alles und hat extra Gepäckplatz und so. Und Bifrost, viele extra Portplätze hier. Und dann gibt es halt den Arkpass, das ist dieser hier. Und da gibt es halt immer mal wieder Belohnungen. Ja, hier immer mal wieder eine Truhe, unerstägliche Aufgaben, Silbertruhen, Kartenpakete und je nachdem, welchen Pass man gekauft hat, kriegt man halt mehr Belohnungen. Ja? Die normale Belohnung ist ja immerhin nur die oberste. Ja, es gibt ja 30 Stufen. Auf dem letzten gäbe es also auch sogar hier dieses Eisblumenrenntier. Das gibt es also so oder so, auch wenn man den Arkpass nicht hat. Aber auf der, ne, auf der normalen, wenn man den Pass kauft, dann kriegt man auch diese Juwelentruhe zum Beispiel. Oder hier kriegt man zum Beispiel hier unten diese ganzen Aufwertungsmaterialien. Ja, also man kriegt halt mehr als im normalen Pass drin ist. Und wenn man dann den Super Premium Pass hat, kriegt man hier noch diese Vorschau, ne, dieses schicke Set. Ja, und was es alles für die Super Premium Belohnung gibt, das sieht man dann hier. Ja. Das ist einmal die Mütze, einmal die Hose, einmal Feon, damit man den Markt verkaufen kann und dann ein legendäres Kartenpaket. Na, das macht, denke ich mir mal, nie Sinn. Das ist viel zu teuer dafür, dass man ein paar Skins kriegt. Aber manche kaufen ja sogar nur Skins bei Fortnite oder so. Also, wenn man so heiß auf das Ganze ist, dann kriegt man auch den Federlauf-Effekt. Ja? Das ist halt die Frage, will man noch die Zusatzsachen? Manche kaufen sich für 10, 15 Euro einen Skin bei Dings. Ja, bei Fortnite. Also, warum dann nicht hier den Super Premium Pass, wenn man Lost Ark liebt. Ja, ansonsten sind das meistens hier so Aufwertungsmaterialien, ne, für die Rüstungen oder so. Ne, das, was man als Premium-Belohnung kriegt. Man kriegt schon gute Sachen auch normal, auf der normalen Stufe. Ja, da ist schon das Beste eigentlich drin, wenn man das alles geschafft hat, aber ich bin halt auch jemand, der macht nicht diese ganzen Aufgaben von dem Premium, von dem Pass, ja. Hier steht ja immer, was man machen muss. Ja, 3-mal tägliche Unas-Aufgaben, 2-mal Chaos-Dungeon, 1-mal Wächter-Raid und so weiter. Und dann geht halt immer weiter der Arc-Pass hoch. Aber ich mache das halt alles nicht, weil ich nur Story spiele. Darum ist der bei mir ziemlich niedrig, der Arc-Pass. Nur falls ihr euch wundert, warum ich den nur auf Stufe 3 oder 4 habe. Normale Spiele haben den bestimmt schon auf Stufe 20 oder so. Sind einfach Zusatzbelohnungen. Neben der Event-Quest noch den Arkpass. Ne, man muss ja immer was haben. Okay, was ist eigentlich nochmal die Event-Quest? Ach, das ist ja nochmal was anderes. Ja, stimmt. Es gibt den Eventladen für die 2 Jahre und dann gibt es die Event-Quest als Geburtstagsparty nochmal. Breschala, Kajangel und alle möglichen Chaos-Dungeons und so laufen. Ja, es gibt halt schon viele Belohnungen. Ne? Das halt, und da gibt es 10 Möglichkeiten, legendäre Karten zu kriegen, wenn man alles abgeschlossen hat, aber na gut, das schaffe ich auch nicht. Es gibt immer viele Belohnungen. Bei Twitch gab es auch wieder Belohnungen. Ja, bei Twitch gab es schon wieder ganz coole Belohnungen hier, dass man wieder legendäre Beziehungssachen kriegt, wieder 5 Tage Abo, also Kristallaura. Ja, das ist also schon schön. Wieder Amethystsplitter bei Twitch Prime. Das lohnt sich auch immer. Und Amazon Prime, ne? Twitch Prime lohnt sich immer. Dann könnt ihr nämlich auch ein Abo dalassen bei Garion. Genau, nämlich das Prime-Abo. Würde mich total freuen, wenn ihr mir hier abonniert. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist das jetzt der richtige Eingang? Ist das die Quest?